So, hallo Freunde, ich mache oder habe ja gerade mein eines Video reingesetzt über das erste selbstgemachte, jetzt hört er mal auf, erste selbstgemachte Knoblauchöl. Und ja, jetzt ist halt leider mein Hund neben mir, der möchte auch unbedingt ins Bild. Er will, glaube ich, dass ich jetzt mit ihm rausgehe. Okay, das machen wir gleich. Kurz nur zu diesen zwei tollen Gewürz- und Kräuterstreuern. Ja, wenn diese Augen lügen könnten, ne? Geh doch mal von meiner Schulter runter. Ihr seht, ich kann nicht mal in Ruhe jetzt ein Video drehen. Ja, mit deinem Schnuffel. Ja. Okay. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Also bei diesen beiden Streuern. Ich finde die klasse, gerade für unterwegs, sind wirklich dicht. Und man kann sie wieder befüllen. Das ist natürlich das Beste an allem. Und hier habt ihr sechs verschiedene Gewürze drin und hier habt ihr vier verschiedene Kräuter. Okay, was ist wo drin? Hier haben wir einmal Curry, 8 Gramm. Dann haben wir Knoblauchgranulat, 8 Gramm. Pfefferweiß gemahlen, 7 Gramm. Pfefferschwarz gemahlen, 6 Gramm. Und jetzt gießt man ja doch auf, mir da den ganzen Schnut im Gesicht abzuwischen. Dann haben wir Tafelsalz, 35 Gramm. Paprika edelsüß. Also irgendwie hat der Hund heute was an der Klatsche. Ich weiß es nicht. Du, ja, isst. Es ist übrigens gerade auf meiner Schulter und er reibt sein Kinn, weil es wahrscheinlich juckt. Und das beim Videodreh. Das muss einfach aufgenommen werden. So, zufrieden jetzt? Gut. Kann ich weitermachen? Dankeschön. Okay. Sorry. Aber ich kann jetzt das Video nicht nochmal anfangen zu drehen. Ich habe jetzt bestimmt fünfmal angefangen, aber jedes Mal hat er das Gleiche gemacht. Ich ziehe es jetzt einfach durch. Hier haben wir die Virginia Gewürzzubereitung. Das sind 10 Gramm. Dann haben wir hier Grillkräuter. Das sind 12 Gramm. Salatkräuter 16 Gramm. Kräuter de Provence 15 Gramm. Virginia habe ich ja gerade gesagt. Gut. Übrigens, die Dinger, Kräuter und Gewürze halten eigentlich ewig. Ich habe Sachen, die sind 13, 14 Jahre alt. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie vom Geschmack her, dass sie Geschmack verlieren. Manche Kräuter und Gewürze verlieren sehr arg und manche wiederum weniger. Wenn man sie richtig lagert, auf jeden Fall trocken, dann kann ja auch nichts schimmeln. Ist klasse. Oder ihr macht einfach noch in jedes Fach hier, das mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das mit nach draußen immer nehme, mache ich einfach ein Reiskorn in jedes Kämmerchen. Das sozusagen die Feuchtigkeit aufnimmt. Okay, das war meine Empfehlung für diese zwei ja, Gewürzstreuer für unterwegs. Sehen eigentlich nicht mal so hässlich aus, dass man sie auch zu Hause einfach hinstellen kann. Ja, okay, das war's mal von mir und von meinem Hund. Bis dann. Ciao, ciao.